Ja, wir müssen, glaube ich, nicht um den heißen Brei herumreden. Das war gestern natürlich eine herbe Niederlage für die Linke in Nordrhein-Westfalen. Frau Schwabedissen hat das ein oder andere da schon zu gesagt, was die Ursachen angeht. Ich glaube, wir haben die richtigen Themen gesetzt. Wir haben eine unheimlich hohe Zustimmung zu unseren Themen gehabt, angefangen bei den Kita-Plätzen, die in Nordrhein-Westfalen fehlen, über die Frage der Lohnentwicklung, wo wir gefordert haben, Löhne rauf. Wir haben auch, glaube ich, eine sehr gute Bilanz vorzuweisen gehabt in den 2 Jahren, in denen es eine Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen gab. Offensichtlich sind aber viele Erfolge, die nur durch uns zustande gekommen sind, wie zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren oder die Abschaffung der Kopfnoten, unberechtigterweise den Sozialdemokraten und den Grünen zugeschrieben worden, die ja gestern, insbesondere die SPD, ein sehr gutes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen erzielt haben und jetzt auch alleine die Regierung stellen werden in Nordrhein-Westfalen. Ich denke, was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist auch mal einen Blick nach vorne zu werfen. NRW wird jetzt von einer SPD-grünen Regierung regiert. Frau Kraft hat vor 2 Jahren schon gesagt, nach den damaligen Landtagswahlen, jetzt sind die Wahlen vorbei, jetzt müssen die Wahlprogramme dem Realitätscheck unterzogen werden. Jetzt ist dieser Tag nach den Wahlen. Und wir werden natürlich alles daran setzen, um den Menschen in Nordrhein-Westfalen deutlich zu machen und auch Aufklärung zu betreiben, was diese Landesregierung macht. Das deutlichste Beispiel ist das, was in den Kommunen passieren wird, insbesondere in den hochverschuldeten Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt quasi Horrorlisten in den Schubladen noch schlummern. Die sind wohlgemerkt sehr gut versteckt worden. Sie haben vielleicht auch den Artikel in der Financial Times Deutschlands am vergangenen Freitag gelesen, wo darauf hingewiesen wurde. Aber diese Horrorlisten mit Kürzungsplänen, Stellenabbau, Schließung von Einrichtungen, dem Verkauf von Kitas und auch Schulen werden natürlich jetzt Realität werden in Nordrhein-Westfalen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und ich denke, dazu werden wir unseren Teil dann jetzt nicht mehr im Landtag vertreten, beitragen, um darauf aufmerksam zu machen. Wir werden an der Seite der Menschen stehen, die von diesen Maßnahmen betroffen sein werden. Parallel dazu bereiten wir uns natürlich auch vor, weiterhin in Nordrhein-Westfalen auf die Kommunalwahlen, die 2014 stattfinden werden. Sie wissen, wir sind weiterhin in den kreisfreien Städten und auch in den Kreistagen gut vertreten, auch in den Landschaftsverbänden. Und wir werden den Parteiaufbau jetzt in Nordrhein-Westfalen, der ein bisschen gelitten hat unter der permanenten Situation der Minderheitsregierung, jedes halbe Jahr stand ja quasi schon mehr oder weniger die Drohung von SPD und Grünen im Raum, Neuwahlen und Ähnliches, werden wir jetzt den Parteiaufbau ungestört vorantreiben können in den nächsten Jahren, um dann gestärkt tatsächlich wieder einzuziehen in Zusammenarbeit auch mit den außerparlamentarischen Initiativen. Das können wir nämlich auch. Wir können nicht nur Landtag, sondern wir können auch die Zusammenarbeit außerhalb des Parlaments mit Protestbewegungen und Initiativen. Und da werden wir unsere Kraft drauf orientieren. Wir werden weitermachen, so oder so. Und ich denke, alle, die jetzt der Meinung sind, die Linke ist schon tot in Nordrhein-Westfalen, die haben sich geschnitten, denen werden wir das Gegenteil beweisen in nächster Zeit.